MDK schreibt gesund, darf die Krankenkasse die Zahlung des Krankengeldes verweigern? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben einen Kunden bei uns in der Kanzlei, für den haben wir kürzlich einen Erwerbsminderungsrentenantrag gestellt und dieser Kunde ist seit dem März 2019 arbeitsunfähig krankgeschrieben. Er leidet an einer schweren Stoffwechselerkrankung mit massiven Gelenkbeschwerden. Ohne vorherige Anhörung und Ankündigung teilte die Krankenkasse dieses Kunden am 23. April 2020 mit Bescheid mit, dass sie die Zahlung des Krankengeldes zum 30.04. einstellen wird. Grund? Es liege eine gutachterliche Stellungnahme des MDK, des medizinischen Dienstes der Krankenkasse vor. Dieser habe festgestellt, dass unser Mandant wieder arbeitsfähig sei. Also es liegt eine Spontanheilung vor. Er solle doch bitte bis zum 30.04.2020 wieder arbeiten gehen oder sich bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitssuchend melden. Die Begutachtung des MDK fand nach Aktenlage statt. Der behandelnde Arzt unseres Mandanten wurde zu der Sachlage nicht befragt und auch nicht angehört. Das Schreiben der Krankenkasse ist mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen. Tja, was würden Sie jetzt sagen? Was halten Sie von dieser Vorgehensweise der Krankenkasse? Ich sage, gelinde gesagt, eine Riesensauerei. Der Bescheid ist vom 23. April diesen Jahres. Er wurde unserem Mandanten am 24. April, also einen Tag später, zugestellt. Das war ein Freitag. Wie soll sich der Versicherte in dieser kurzen Zeit auf diese neue Situation überhaupt einstellen? Er ist arbeitsunfähig erkrankt, so hat es auch sein Arzt, ein Rheumatologe, klar und eindeutig festgestellt. Und er wird sich auch weiterhin krankschreiben lassen. Ich habe gegen den Bescheid der Krankenkasse sofort Widerspruch eingelegt und habe dort erstmal kurz begründet, dass ja keine Anhörung stattgefunden hat und dass der MDK ohne unseren Mandanten jemals zu Gesicht zu bekommen zu haben, hier nach Aktenlage entschieden hat. Und diese Vorgehensweise des MDK und auch die Entscheidung der Krankenkasse ist nach einem Gerichtsurteil des Hessischen Landessozialgerichts aus dem Jahr 2007 unzulässig. Jetzt setze ich oben noch eins drauf, das habe ich jetzt erst ganz aktuell herausgefunden. Das Bundesverwaltungsamt, also die Fachaufsicht der Krankenkassen, nicht das Bundesverwaltungsamt, sondern das Bundesversicherungsamt, hat in einem Rundschreiben aus dem Jahr 2010, was nochmal aktualisiert worden ist im Jahr 2012, ganz klar und eindeutig gesagt, der Widerspruch gegen solche Bescheide hat aufschiebende Wirkung und die Krankenkasse muss, bevor sie eine solche Entscheidung gibt, den Versicherten ausreichend Zeit zu einer Anhörung geben, damit er sich auf die Situation vorbereiten kann. All das hat hier die Krankenkasse nicht getan. Deshalb ist das eine Riesensauerei. In solchen Fällen legen Sie bitte immer Widerspruch ein. Notfalls klagen Sie auch dagegen. Bei einer Klage haben aber das Problem, dass die dann keine aufschiebende Wirkung mehr hat. Das heißt also, in dem Fall geht es dann nicht mehr, sondern da müssen Sie dann zur Bundesagentur für Arbeit gehen. Und was ganz wichtig ist, lassen Sie sich bitte weiter krankschreiben und sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie wirklich krank sind und Sie nicht mehr arbeiten können aufgrund der Erkrankung und Sie arbeitsunfähig sind. Ich sage, die Krankenkasse möchte unseren Mandanten als Kunden loswerden. Sie will ihn sozusagen zu einem anderen Sozialleistungsträger abschieben. Und das geht aus unserer Sicht nicht. Unser Mandant hat Anspruch auf das Krankengeld. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.